Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Ich bin der Michael und heute geht es um das Thema Dachträger. Vor 2,5 Jahren habe ich einen Dachträger für unseren Sprinter aus Aluprofilen gebaut. Ich habe Querträger auf dem Dach befestigt und habe dann ringsrum Profile verschraubt und so im Prinzip eine Plattform gebildet. Und die Profile und das ganze Material, das verlinke ich euch unten, genauso wie das Video dazu. Und ich bekomme seitdem immer wieder Anfragen zum Thema Dachträger. Dabei geht es immer wieder um die Befestigung auf dem Dach, um die C-Schienen auf dem Sprinter, um die Distanzen zwischen C-Schiene und Dachträger, um das Thema TÜV, um die zulässige Dachlast von unserem Sprinter, aber auch um das Thema Dachlast beim Superhochdach, beim Sprinter und Crafter. Und deshalb gibt es heute dieses Video, womit ich euch all diese Fragen beantworten will. Im Einzelnen gehe ich auf folgende Punkte ein. Erstens die Befestigungsmöglichkeiten auf dem Sprinter und Crafter. Zweitens die Nutensteine, die ich euch dazu empfehle, auf ein paar Maße und Details zu unserem Dachträger, so wie ich den gebaut habe, auf die zulässigen Dachlasten beim Sprinter, Crafter, TGE und wo ihr die findet und zum Schluss auf das Thema TÜV bzw. STVO. Kommen wir zum ersten Punkt, die Befestigung vom Dachträger auf dem Sprinter. Ich habe es mir ganz einfach gemacht, ich habe mir damals die C-Schiene mitbestellt, wo ich das Auto bestellt habe, das heißt, unserer hat ab Werk die C-Schiene drauf gehabt. Ich habe dann eins gemacht, ich habe Stück für Stück die Muttern innen abgeschraubt und habe die zusätzlich eingedichtet. Das habe ich wie immer, wenn ihr den Kanal kennt, wisst ihr das, ich habe es wie immer mit Dekalin abgedichtet und ich nehme das, weil das bleibt dauerelastisch. Das wird in dem Sinne nicht fest. Also wenn ihr ein Dichtmittel auf Polyurethanbasis zum Beispiel nehmt, von Sika oder von wem auch immer, dann wird es fest und dann kann das einreißen. Das Zeug hier, jetzt seht ihr, das war jetzt halt ausgelaufenes Dekalin aus der Kartusche. Also das heißt, das war im Prinzip ausgehärtet, im Prinzip fest. Und es klebt direkt an meinem Finger. Das Zeug bleibt dauerelastisch. Und genau deshalb benutze ich das, wenn ich irgendwas abdichten muss. Ich verlinke es euch auch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, im Falle des Falles sollte die originale Dichtung mal undicht werden von der C-Schiene. Dann habe ich eine zweite Dichtung in der Durchgangsbohrung und im Gewinde drin. Und habe halt somit eigentlich doppelte Sicherheit, dass nirgendwo ein Wassereinbruch bei mir in der Decke stattfindet. Deshalb habe ich das gemacht. Ich zeige euch jetzt meinen Schnitt. Da seht ihr nochmal, wie die C-Schiene auf dem Dach montiert ist, wie der Bolzen durch die Karosserie geht und wie der von unten im Prinzip dann verschraubt ist. Und genau an dieser Stelle habe ich nochmal abgedichtet. Wenn ihr jetzt auf eurem Sprinter oder Crafter keine C-Schiene drauf habt, dann habt ihr im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft euch eine originale C-Schiene bei Mercedes oder VW. Ihr könnt die dann problemlos montieren, weil die Bohrungen für die C-Schiene, die sind in jedem Sprinter und Crafter schon drin. Das heißt, wenn ihr keine C-Schiene habt, dann habt ihr auf dem Dach bei den Bohrungen so Kunststoffabdeckungen. Die müsst ihr dann runterhebeln, raushebeln. Die sind aufgeklebt und mitlackiert. Das heißt, ihr macht dann an der Stelle auch den Lack kaputt. Ich würde dann vielleicht mit Brando Corux, wäre meine Empfehlung, eingestaubt. Ich empfehle euch bei sowas immer Brando Corux und in dem Fall habe ich sogar in Wagenfarbe. Damit würde ich, wenn ich die Kunststoffdeckel abmachen würde, würde ich es damit lackieren, bevor ich da weitermache. Verlinke ich euch auch unten. Und das heißt, so könnt ihr dann originale C-Schienen, die ihr euch original und neu kauft, einfach da drauf montieren. Zweite Möglichkeit, originale C-Schienen zu bekommen, ist Schrotti. Ich würde versuchen, welche vom Schrott zu bekommen. Dürfte deutlich günstiger sein. Ich denke aber, es ist sehr schwierig. Also ich habe noch nie gebraucht im Angebot gesehen. Aber wenn man Zeit hat und einen Schrotti vielleicht in der Nähe, da kann man den ja vielleicht drauf ansetzen, wenn der mal einen Sprinter kriegt und der hat welche drauf, dass man halt günstig welche bekommt. Dabei würde ich in jedem Fall die Dichtungen neu machen bzw. auch zusätzlich abdichten, weil wenn die gebraucht sind, bin ich mir nicht sicher, ob die Dichtungen wieder dicht werden. Und die dritte Möglichkeit ist, ihr klebt euch ein Konstruktionsprofil, zum Beispiel Bosch-Profil oder eine Airline-Schiene aufs Auto und verschraubt das in den vorhandenen Bohrungen. Airline-Schiene wäre zum Beispiel so eine, ich würde dann aber eine ohne Bohrungen nehmen. Das ist eine Vorgebohrte, die gibt es auch ohne Bohrungen, weil dann habt ihr halt mehr Klebefläche und zu den Bohrungen kommt dann nur der Kleber raus und außerdem würden die Bohrungen wahrscheinlich gar nicht mit den Originalen zusammenpassen. Das heißt, Airline-Schiene würde ich ungebohrt nehmen, verlinke ich euch auch unten was. Und Bosch-Profil würde ich jetzt nicht so eins nehmen, aber es gibt welche, die sind halb so hoch und die sind dann unten geschlossen. Ich würde auf jeden Fall ein geschlossenes nehmen und keins mit so einer Nut, weil die Nut liegt dann genau, wo die Bohrungen sind, ihr kriegt das nie dicht. Wenn, dann nehmt ein geschlossenes Bosch-Profil. Ich schaue mal, ob ich was finde, verlinke ich euch auch unten. Diese Profile passen in die Sicke, wo die originale C-Schiene drin sitzt
und es ist eine gute Möglichkeit, wenn ihr nicht die originale C-Schiene nutzen wollt. Ich würde diese Profile mit Zika 252i vollflächig verkleben und würde zusätzlich die originalen Verschraubpunkte nutzen. Das heißt, ich würde an den entsprechenden Stellen Bohrungen in die Profile einbringen und die originalen Durchbrüche im Dach würde ich nutzen. Beim Aufkleben der Profile mit Sika aufs Dach müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr eine Mindestklebeschichtdicke einhaltet, damit Längenänderungen und so weiter aufgrund von Temperaturen und Bewegungen ausgeglichen werden können, weil sonst reißt euch der Klebstoff und dann hält es nicht. Ein Trick, wie ihr die Mindestschichtdicke einhalten könnt, habe ich euch im Video zum Verkleben der Solarzelle auf dem Jeep gezeigt, verlinke ich euch da oben. So wie ich euch das jetzt beschrieben habe, habe ich das damals bei unserem ersten Wohnmobil, bei unserem VW LT gemacht, habe dort auch Schienen aufs Dach geklebt, zusätzlich verschraubt und das hat wunderbar funktioniert. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Nutensteine. Wenn ihr Bosch-Profil oder Airline-Schienen auf dem Dach habt, dann sind ja die Nutensteine vorgegeben. Für Airline-Schienen empfehle ich euch diese Schraubverbinder. Die bringt ihr hier einfach rein und dann könnt ihr verschrauben. Die habe ich am Jeep für unsere Kiste an der Seite, für unsere Wasserkanister an der Seite, benutze ich die, sind wunderbar. Wenn ihr ein Bosch-Profil benutzt, dann gibt es dazu ja auch spezielle Nutensteine. In dem Fall ist der hier für eine M8-Schraube mit einem M8-Gewinde. Ihr bekommt die für sämtliche Profilgrößen, ihr bekommt die mit verschiedenen Durchmessern. Ich würde auf jeden Fall M8 empfehlen. In dem Fall für eine 8er Nut passt genau eine M8-Schraube durch. Da könnt ihr dann halt diesen Nutenstein einschieben und mit einer Schraube das, was ihr aufbringen wollt, befestigen. Nachteil davon ist, den Nutenstein müsst ihr halt komplett vorne oder hinten dann einschieben und komplett bis an eure Stelle, wo ihr verschrauben wollt, durchschieben. Das heißt, wenn ihr da halt schon was verschraubt habt, könnt ihr nicht einen zusätzlichen Nutenstein reinbringen. Das geht mit so einer Airline-Schiene viel besser, weil die könnt ihr natürlich beliebig rausnehmen und an einer anderen Stelle wieder einsetzen. Und dann könnt ihr auch zwischendrin noch eine zusätzliche reinbringen. Es gibt natürlich auch fürs Bosch-Profil Nudensteine, die ihr zusätzlich zwischendrin einsetzen könnt. Und durch das Drehen der Schraube klemmen die sich dann in die, ja, in dieses Profil rein. Aber das hier sind halt, glaube ich, Schwerlast-Nudensteine nennen die sich. Also die sind halt deutlich größer, deutlich besser. Und ich würde ehrlich gesagt für so einen Dachträger auf jeden Fall sowas nehmen. Für die originalen C-Schienen vom Sprinter habt ihr im Video zum Bau bei mir diese hier gesehen. Das sind Vierkantmuttern oder ja, M8-Nutensteine. Auf jeden Fall habe ich die nie wieder gefunden. Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich sie her habe. Ich habe halt eine ganze Packung davon. Die funktionieren in den C-Schienen wunderbar. Habe mal ähnliche gekauft, aber die waren vom Material her nix. Die haben sich dann verbogen. Ich kann euch halt nicht genau sagen, was es für welche sind, weil ich selber nicht genau weiß. Aber ich kann euch Nutensteine für die C-Schienen empfehlen, nämlich diese hier. Die sind von der Bundeswehr gebrauchte und die könnt ihr in die C-Schiene einsetzen, dreht die um und damit die sich nicht mehr rückdrehen können, gibt es diese Kunststoff-Dinger. Die sorgen dann dafür, dass die Nutensteine sich nicht verdrehen können. Und deshalb finde ich die sehr gut und natürlich auch, weil die sehr massiv sind. Aber wenn ihr die kauft, ich verlinke es euch unten auch, dann passen die so noch nicht. Ihr müsst die Füßchen, die da original unten dran sind, die müsst ihr abschleifen, so wie bei dem hier. Sonst passen die nicht in die C-Schiene rein. Schleift ihr ab oder sägt sie ab und dann funktionieren die wunderbar. Und die sind auch sehr stabil und die sind auch dicker als die, die ich euch eben gezeigt habe und haben nochmal Millimeter mehr Gewinde. Wenn ihr die abgeschliffen habt, lackiert die halt an der geschliffenen Fläche, dass sie nicht rosten. Ich würde sie komplett lackieren, weil aber das Verzinkte wird wahrscheinlich nicht ewig halten. Und die kann ich euch für die C-Schiene echt empfehlen. Die sind echt gut. Dann eine Frage, die ihr mich sehr oft fragt. Die Distanzen zwischen der C-Schiene und dem Querträger. Ich habe dort Aluprofile als Distanzen dazwischen gebaut, damit die Querträger nicht auf der Karosserie einmal außerhalb der C-Schienen, weil da geht die Karosserie wieder ein Stück nach oben. Man sieht die C-Schiene quasi von unten und von der Seite überhaupt nicht. Die Karosserie geht da ein bisschen drüber. Erstens, dass die Querträger da nicht aufliegen und natürlich auch, wenn ich mich draufstelle, dass die Querträger in der Mitte nicht auf dem Dach aufliegen, weil sonst würde ich mir das Dach zerkratzen. Deshalb diese Distanzen. Und ihr habt mich oft gefragt, wie hoch die sind. Sie sind 40 mm hoch. Und dann habe ich nochmal einen hochprofessionellen Versuchsaufbau gemacht, damit ihr seht, wie weit sich der Querträger durchbiegt, wenn ich mich da genau mittig mit meinen ca. 90, 95 Kilo draufstelle.
Dann habt ihr mich gefragt, wie weit sind die C-Schienen auseinander? Das ist 1,31,8 Meter, also von Mitte zu Mitte oder halt jetzt jeweils linke zu linker, rechter zu rechter Kante gemessen. Und noch ein Maß, was ihr mich gefragt habt, unser Dachträger ist 1,60 Meter breit, habe ich auch im Video zum Bau gesagt. Dann noch ein Punkt, den ihr mich oft gefragt habt. Ich habe ja die Profile miteinander verschraubt und nicht über, sagen wir mal, die käuflichen Verbinder miteinander befestigt. Das heißt, ich habe in die Profile hier ein Gewinde reingeschnitten. Da ist ja extra ein Kernlochdurchmesser drin, dass man in dem Fall M8 Gewinde reinschneiden kann. Und dann habe ich mir Durchgangsbohrungen reingemacht. Und dann habe ich die so entsprechend verschraubt. Zu den Durchgangsbohrungen gibt es von den Herstellern der Profile richtig Bohrschablonen, dass man das so machen kann. Das ist also zulässig. Und meine Erfahrung damit ist, ich habe, wo ich den Dachträger damals gebaut habe, ich habe ja den Dachträger selbst verschraubt, habe aber die Aufnahmen fürs Kajak mit so Nutensteinen und so verschraubt, also letzten Endes über irgendwelche Klemmverbindungen. Meine Erfahrung ist, nach 4.000, 5.000 Kilometern habe ich alle Verschraubungen kontrolliert. Die Verschraubungen, die direkt ins Profil gingen, die waren alle fest. Und die Verschraubungen von Nutensteinen, von irgendwelchen Verbindern, die musste ich teilweise nachziehen. Also meine Empfehlung, macht so, wie ich es euch in dem verlinkten Video gezeigt habe. Und wenn ihr die Standardverbinder hernehmt, die halt auf dem Fahrzeug halt viel mehr Schwingungen ausgesetzt sind, als wofür die eigentlich gedacht sind, dann kontrolliert alle paar tausend Kilometer, ob das Zeug noch fest ist. Und nutzt natürlich eine Schraubensicherung. Kommen wir zum nächsten Punkt, zur Dachlast. Wo bekommt ihr die für euer Fahrzeug her? Weil die steht ja nicht im Fahrzeugschein. Ihr bekommt sie vom Hersteller, der hat sie zum Beispiel in eure Bedienungsanleitung geschrieben. Wenn ihr eine Dachlast vom Hersteller angegeben habt, dann ist das die dynamische Dachlast. Es gibt wohl auch Hersteller, die geben eine statische und dynamische Dachlast an. Mir ist da kein Hersteller bekannt, ich kenne nur Angaben für die dynamische Dachlast, beziehungsweise dann ist halt nur eine angegeben, es ist aber dann die dynamische gemeint. Und das heißt, es ist die Dachlast, die das Fahrzeug im Betrieb während der Fahrt haben darf. Wenn ihr dann zusätzlich auf dem Dach seid, dann ist das ja üblicherweise nicht während der Fahrt und somit zählt das nicht zur dynamischen Dachlast. Sprich, das ist dann zum Beispiel euer Dachzelt inklusive der Dachträger. Diese Gesamtmasse muss halt kleiner sein oder maximal genauso groß wie die zulässige Dachlast. Und wenn ihr euch eine Dachterrasse baut, dann ist es halt die Unterkonstruktion und die Beplankung. Und natürlich das zusätzliche Gepäck, was ihr noch draufpackt aufs Dachzelt, auf den Dachträger, neben das Dachzelt, wie auch immer. Das muss dann alles innerhalb der zulässigen Dachlast sein. Wenn ihr dann euch zusätzlich ins Dachzelt reinlegt nachts, um dort zu schlafen, und dabei die zulässige Dachlast, die zulässige dynamische Dachlast überschreitet, dann ist das erstmal kein Problem, weil die gilt halt nur während der Fahrt. Wenn ihr natürlich eine statische Dachlast angegeben habt von, keine Ahnung, 300 Kilo und ihr geht dort mit 10 Leuten auf eure Dachterrasse, dann werdet ihr die wahrscheinlich überschreiten und dann kann es natürlich auch passieren, dass das Dach beschädigt. Beim Sprinter kann ich euch nicht sagen, wie viel ihr da statisch draufstellen könnt. Ich kann nur sagen, ich kann mich aufs Dach an sich, wenn da ein Spriegel ist, kann ich mich mit meinen 90, 95 Kilo punktuell draufstellen, ohne dass da irgendwas passiert. Ich zeige euch jetzt, wo ihr neben der Bedienungsanleitung die zulässige Dachlast für euer Fahrzeug oder vielleicht ja auch für ein Fahrzeug, was ihr euch erst kaufen wollt, wo ihr keine Bedienungsanleitung habt, wo ihr die herbekommt. Und zwar zeige ich es euch für den Sprinter W906 und den Crafter 1. Der ja baugleich von Karosserie und Fahrwerk ist, also ich zeige es euch nur anhand vom Sprinter. Ich zeige es euch anhand vom neuen Crafter und somit auch vom MAN TGE, weil der ist wiederum baugleich mit dem neuen Crafter. Und ich zeige es euch für den neuen Sprinter. Und zwar bekommt ihr diese Angaben aus der Aufbaurichtlinie. Die Aufbaurichtlinien sind offizielle Dokumente vom Hersteller, von in dem Fall Mercedes, VW, MAN. Dort steht drin, was ihr in dem Fall an Dachlast aufs Auto draufpacken dürft. Und das ist bindend. Ich zeige euch das jetzt und dazu gehen wir jetzt an den Rechner. Wo findet ihr jetzt also die Aufbaurichtlinien? Ich bin hier im Portal von Mercedes, Technik und Informationen Transporter. Und hier findet ihr die einzelnen Modelle. In dem Fall der aktuelle Sprinter als Heckantrieb, als Frontantrieb. Und ihr findet hier die Aufbaurichtlinie. Das Ganze findet ihr auch für ältere Modelle, wie zum Beispiel hier für den 906. Oder hier im Archiv der Baureihen, aber das Problem ist, für den W906 findet ihr zum Beispiel hier keine Aufbaurichtlinie. Ich habe mir die Aufbaurichtlinie damals, als halt der W906 aktuell war, runtergeladen. Und ich zeige euch jetzt, wo ihr hier prinzipiell eine findet, in der auch bezüglich der Dachlast genau das gleiche drin steht. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die bei anderen Punkten sich unterscheidet. Das ist nämlich die Aufbaurichtlinie für das Baumuster 906 für Lateinamerika.
Die findet ihr unter marktspezifische Baureihen. Da habt ihr hier die Aufbaurichtlinie. Dann müsst ihr hier noch die Sprache auswählen. Hier noch einen Haken rein und dann könnt ihr das herunterladen. Und da ist sie auch schon für Lateinamerika. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, worin die sich unterscheidet. Bezüglich der Dachlast steht das Gleiche drin wie in der deutschen Ausführung. Zeige ich euch auch gleich noch. Damit ich das schneller finde, gebe ich jetzt hier in die Suche einfach Dachlast ein. So, und dann findet ihr auch schon Punkt 438, Fahrzeugdach, Dachlast. Und hier haben wir die Dachlasten. Für den Kasten LH1 300 Kilo, für den Kasten mit Hochdach LH2 150 Kilo, Kasten mit Superhochdach 0 Kilogramm, Voraus Doppelkabine 100 Kilogramm. Dann gibt es noch unter 6.6.3 nochmal speziell einen Abschnitt zum Thema Dachgepäckträger. Hier stehen nochmal die gleichen Dachlasten drin und hier steht zusätzlich eine Mindestanzahl Stützfußpaare drin. Das heißt, wenn ihr die 150 Kilogramm auf einen Sprinter mit Hochdach beladen wollt, dann benötigt ihr 3 Stützfußpaare. Ich habe 5 auf dem Sprinter, also 5 Querträger, somit 5 Stützfußpaare, 5 Verschraubungen in den C-Schienen. Und hier stehen natürlich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Stützfüße sind in gleichmäßigem Abstand anzuordnen. Als Faustregel gelten 50 Kilogramm je Fußpaar und Strebe. Das sind die Informationen, die ihr in der Aufbaurichtlinie findet. Jetzt habe ich euch gesagt, ich habe noch eine andere Aufbaurichtlinie. Das ist jetzt die Version für den europäischen Markt oder für den deutschen Markt. Und jetzt schauen wir hier das gleiche. 437, eben war es glaube ich 438. Und hier steht aber genau das gleiche. 300 Kilogramm für den LH1, Hochdach 150 Kilogramm, Superhochdach 0 Kilogramm, Fahrerhaus Doppelkabine 100 Kilogramm. Wie ich euch gesagt habe, bezüglich der Dachlasten steht das gleiche drin. Jetzt schauen wir, wie das Ganze beim Crafter aussieht. Das heißt, ich gehe in das Umbauportal von VW, also es ist einfach umbauportal.de und da gibt es dann technische Informationen und den Crafter. Und da findet ihr auch direkt auf der ersten Seite Aufbaurichtlinie Crafter und das ist jetzt in dem Fall der neue Crafter, also das aktuelle Modell. Wenn ihr das für den Crafter 1 sucht, gibt es hier oben im Reiter frühere Modelle und dann findet ihr hier links in der Zeile den Crafter bis 2011 und den Crafter 2011 bis 2016, auch den LT und diverse ältere Modelle und dort gibt es auch die Aufbaurichtlinien. Wenn ihr die anklickt, kommt ihr aber beim Umbauportal auf eine Seite, wo ihr euch anmelden müsst und ich habe hier keinen Login. Also in die können wir jetzt nicht reinschauen. Nehmt einfach die vom Sprinter W906, weil der damalige Sprinter und der damalige Crafter waren ja karosserie- und fahrwerksseitig baugleich. Aber wir können in die vom aktuellen Crafter reinschauen und das machen wir jetzt. Und da ist sie auch schon. Aus dem November 2020, druckfrisch sozusagen. Und hier machen wir das jetzt genauso. Ich gehe einfach in die Suche. Dachlast 438 wiederum und hier haben wir auch gleich die Dachlasten da. Hier sind die Bezeichnungen der Dächer anders. Das Normaldach heißt hier H2 300 Kilogramm, Hochdach, also das was wir auch haben, heißt H3 150 Kilogramm, Superhochdach beim aktuellen Crafter 0 Kilogramm. Und beim neuen Crafter gibt es einen Unterschied zum Sprinter, also sowohl zum alten als auch zum neuen, da kommen wir gleich noch zu. Doppelkabine, Einzelkabine mit Normaldach hat beim Crafter auch 0 Kilogramm Dachlast. Aber es ist hier mit 2 Sternchen gekennzeichnet. Abweichende zulässige Dachlasten für Dachspoiler, Windleitkörper, Schlafkabine etc. etc. nehmen Sie Kapitel so und so. Für solche Dachaufbauten gibt es also Ausnahmen, gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Klicken wir mal durch, ob es noch irgendwas gibt zum Thema Dachlast. Die maximal zulässigen Dachlasten sind einzuhalten. Kunststoffdächer sind für den Einbau von Notluken nur bedingt geeignet. Also auch der Einbau von einer Dachhaube, von einer Notluke ist beim Superhochdach laut Aufbaurichtlinie begrenzt. Hier stehen nochmal die Mindestanzahl der Stützfußpaare sind für Normaldach und Hochdach auch identisch. Der aktuelle Crafter ist baugleich mit dem MAN TGE. Also schauen wir auch bei MAN. Dann habt ihr hier links Richtlinien und Formulare, Aufbaurichtlinie. Und bei den Aufbaurichtlinien findet ihr ganz oben Baureihe MAN TGE.
Und dann klickt ihr hier auf, je nachdem, welche Sprache ihr wollt. Ich nehme jetzt natürlich die deutsche. Und dann habt ihr hier auch Bauer.etge. Und dann machen wir wieder das gleiche Spiel. Wir suchen nach Dachlast. Und hier haben wir wieder die gleiche Tabelle unter 438, Normaldach 300 Kilogramm, Hochdach 150 und Doppelkabine, Einzelkabine mit Normaldach sowie Superhochdach 0 Kilogramm. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns noch den aktuellen Sprinter an. Und zwar nehmen wir den RWD und Allrad. Aufbaurichtlinie Transporter, Baumuster 907, Heck- und Allradantrieb. Und ich vermute, wir finden das Ganze wieder unter 437 oder 438, Dach und Dachlast. Und siehe da, die gleichen Dachlasten wie beim Vorgänger, 300, 150, 0 Kilogramm fürs Superhochdach und die Doppelkabine hier auch 100 Kilogramm. Ihr seht, die Gewichte unterscheiden sich im Großen und Ganzen nicht. Das Einzige, was sich jetzt halt geändert hat, beim aktuellen Crafter und beim TGE, hat die Doppelkabine, Einzelkabine, hat keine Dachlast. Also nochmal zum Mitschreiben, die meisten von euch, die den Sprinter oder Crafter als Camper nutzen, die werden ja Stehhöhe haben, die werden einen H2 haben, so wie wir. Der hat 150 Kilogramm Dachlast verteilt auf mindestens drei Stützfußpaare. Und für die von euch, die ein Superhochdach haben, ihr habt 0 Kilogramm Dachlast. Das heißt, ihr dürft nichts aufs Dach packen. Meine persönliche Meinung und Einschätzung dazu ist, wenn ihr euch zwei oder drei flexible Solarpaneele auf das Superhochdach oben drauf klebt, wird da wahrscheinlich keiner was sagen. Aber schwarz auf weiß ist es nicht zulässig. Und einen 20-30 Kilo Dachträger mit zusätzlich Ladung und dann vielleicht noch Solarzellen drauf, würde ich mir auf keinen Fall auf einen Superhochdach draufbauen. Um dennoch einen Dachträger auf ein Fahrzeug mit 0 Kilogramm Dachlast zu packen, muss man an die tragende Struktur vom Fahrzeug gehen. Also nicht aufs, in dem Fall GFK-Dach, sondern an die tragende Struktur der Karosserie, so wie ich das bei uns, bei unserem Dachaufbau am Jeep gemacht habe. Der ja auch 0 Kilogramm Dachlast aufgrund des GFK-Hardtops hat. Und wie man sowas baut und auch abgenommen bekommt, dazu haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Damit erhöht ihr nicht die Dachlast in dem Sinne, weil die kann man nicht erhöhen. Gäbe es eine Möglichkeit, die Dachlast zu erhöhen, würde das in den Aufbaurichtlinien stehen, weil genau dafür sind die ja da, um zu beschreiben, was man tun muss, um etwas am Fahrzeug zu ändern. Wenn ihr zum Beispiel einen Spriegel aus dem Dach rausnehmen wollt, steht ja auch in den Aufbaurichtlinien, was genau müsst ihr tun, wie müsst ihr diesen Spriegel, den ihr rausnehmt, ersetzen. Dazu sind die Aufbaurichtlinien da und da steht nicht drin, ihr könnt die Dachlast erhöhen, wenn ihr irgendwas am Fahrzeug ändert. Ich persönlich, wenn ich sowas bauen würde, ich würde das auch abnehmen lassen und eintragen lassen. Weiß, schwarz auf weiß hat er halt 0 Kilogramm Dachlast. Wenn es eingetragen ist und auch begründet ist, dadurch, dass die Karosserie entsprechend geändert wurde, Aufnahmen geschaffen wurden, dann würde ich das auch entsprechend eintragen lassen. Ich kann hier natürlich nur für einen Sprinter oder Crafter reden, weil mit denen habe ich mich auseinandergesetzt, weil wir halt selbst einen haben. Für andere Fahrzeuge, für andere Transporter kann ich nicht sprechen. Da gibt es wohl auch Aufbaurichtlinien, aber habe ich mir noch nie angeschaut, weil ich halt einfach so ein Fahrzeug nicht habe. Dann kommen wir zum nächsten Lieblingsthema, zum Thema TÜV. Ich habe meinen TÜV-Prüfer damals gefragt, ob er mir den Dachträger einträgt, weil prinzipiell trage ich lieber mehr ein als zu wenig, weil ich habe einfach keinen Bock auf Diskussionen mit der Rennleitung. Ich habe zum Beispiel den Schnorchel eingetragen, obwohl das nicht sein müsste. Zum Dachträger hat mein TÜV-Prüfer gesagt, nein, trägt er mir nicht ein, weil es ist Ladung. Und zwar ist es auch Ladung, wenn es verschraubt ist. Das wird ja auch oft hinterfragt. Auch wenn der verschraubt ist, in dem Fall, dann zählt es als Ladung. Nur wenn der fest mit dem Fahrzeug verbunden ist, also verklebt oder verschweißt, dann ist es Teil des Fahrzeugs. Also genauso wie ich zum Beispiel unser Aufstelldach bei uns am Jeep befestigt habe. Deshalb habe ich das beim Jeep auch eintragen lassen. Und was man da beachten muss, da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich euch da oben. Das heißt, für euren Dachträger und auch für einen selbstgebauten Dachträger gilt somit nur § 22 SCVO Ladung. Und in dem § 22, das steht im Prinzip, jetzt mal mit meinen eigenen Worten ganz kurz zusammengefasst, steht nur drin, das Ding muss stabil sein und muss vernünftig befestigt sein. Und wenn ihr den, so wie wir, mit 10 M8 Schrauben auf den originalen Befestigungspunkten am Auto befestigt, dann ist der vernünftig befestigt. Und wenn der in sich auch verschraubt ist und vernünftig befestigt ist, dann erfüllt er im Prinzip alle Anforderungen nach § 22 StVO und dann werdet ihr auch keine Probleme mit der Rennleitung bekommen. In dem § 22 StVO stehen auch die maximalen Maße drin, die ihr haben dürft. Das gilt dann Ladung inklusive Fahrzeug, also dann auch euer Dachträger inklusive Fahrzeug und Ladung. Da
darf maximal 2,55 Meter breit sein, darf maximal 4 Meter hoch sein und seitlich darf die Ladung maximal 40 cm über die Leuchten von eurem Fahrzeug hinausstehen. Und das ist auch in der ganzen EU so, das ist in Norwegen so, das ist in Großbritannien so. Nur in der Schweiz müsst ihr aufpassen, da ist kein seitlicher Überstand zulässig. Wenn ihr euch also eine Leiter seitlich ans Auto baut oder Wasserkanister oder eine Kiste, dann könnt ihr prinzipiell in der Schweiz Probleme bekommen. Eine Grauzone bezüglich Dachträger ist gleich Ladung gibt es, nämlich wenn ihr euch Zusatzscheinwerfer am Dachträger verschraubt, so wie ich das gemacht habe, oder wenn ihr euer vorderes Nummernschild am Dachträger verschraubt. Beim Nummernschild ist es so, dass da eindeutig in § 10 der Fahrzeugzulassungsverordnung steht, das Nummernschild muss fest am Fahrzeug montiert sein. Das heißt, wenn ihr das Nummernschild am Dachträger befestigt und der Dachträger ist aber Ladung und kein Teil des Fahrzeugs, dann verstoßt ihr gegen diesen § 10 Fahrzeugzulassungsverordnung. Andersrum gesehen kann man auch sagen, wenn ihr das Nummernschild am Dachträger befestigen wollt, müsst ihr den Dachträger eintragen lassen, damit er Teil des Fahrzeugs wird und dann müsst ihr dann auch entsprechend fest am Fahrzeug verbinden. Es gibt genügend Geländewagen, die das Nummernschild am Dachträger haben, es gibt aber halt auch welche, die damit schon Probleme hatten. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die Probleme damit hatten, dass sie ihre Zusatzscheinwerfer am Dachträger haben, weil das sind ja dann auch eigentlich Fahrzeugteile, die am Dachträger befestigt sind. Ich selber habe seit über 10 Jahren die Zusatzscheinwerfer bei meinen Fahrzeugen an den Dachträgern dran und ich habe noch nie Probleme bei der Hauptuntersuchung oder bei einer Einzelabnahme für was anderes oder mit der Rennleitung gehabt und ich werde es auch weiter so machen. Das war's. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und alle eure Fragen sind beantwortet. Natürlich spiegelt das Gesagte in dem Video meine Meinung und meine Erfahrung wider. Es ist keine Rechtsberatung. Wenn noch irgendwelche Punkte unbeantwortet sind, schreibt's in die Kommentare und wir sehen uns unterwegs. Ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wenn ihr die nächste Folge schon vorab und ohne Werbeunterbrechung sehen wollt, habt ihr unter dem Video die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns unterwegs.